Tierbabys. Als Tierbabys werden die Babys von Tieren bezeichnet. Dabei hat fast jeder Tiernachwuchs seine eigene Bezeichnung. So wird beispielsweise ein kleiner Bär Bärbi, ein kleiner Delfin Windelfin, ein junger Elefant Elefantenkalb, der stille Mausnachwuchs Mucksmäuschen, ein kleiner Hund Hundling oder auch Hundesohn, die kleine Katze Käffchen, ein neugeborenes Pferd Vollpfosten, das Walbaby Wallaby, die junge Schlange Schlingel, der Schweinenachwuchs je nach Geschlecht Ferkel oder Merkel, die kleine Ratte Rätsel, der kleine Fisch Sushi und kleines Federvieh Chica oder Huhnsohn genannt. Die einzigen Tiere, die keine Babys haben, sind die Dinosaurier. Deswegen sind diese auch ausgestorben. Tierbabys können die Art und Weise, wie sie zur Welt kommen, selbst wählen. Manche Tiere schlüpfen aus Eiern, wie zum Beispiel das Haiküken aus dem Haiei oder die kleine Kuli aus dem Rinderüberraschungsei. Andere Tiere schlüpfen nicht aus Eiern, sondern direkt aus ihrer Mutter. Schlüpfen gleichzeitig zwei Babys, spricht man von einhaarigen Zwillingen oder zweireihigen Willingen. Allen Tierbabys gemein ist ihre Ernährung. Sie ernähren sich ausschließlich von Milch. Als sogenannte Milcherlinge saugen sie die Milch aus dem Eiter ihrer Gebärmutter. Für Menschen ist Tiermilch übrigens schädlich. Experten sind sich sogar sicher, Milch ist Gift, ja. Für Menschen sehr gut verträglich hingegen, teilweise sogar äußerst delikat, sind ganze Tierbabys. Diese können zum Beispiel zubereitet als Spanferkel, Milchlamm oder Bambi Goreng verzehrt werden. Menschen, die sich ausschließlich von Tierbabys ernähren, werden als Velpetarier bezeichnet. Die Schmackhaftigkeit von Tierbabys ist allerdings nicht der einzige Grund, weswegen Menschen den Tiernachwuchs süß finden. Vielmehr finden Menschen kleine Tiere süß, weil sie das sogenannte Kindchenschema erfüllen. Alle Tierbabys besitzen ebenso wie menschliche Babys einen überdimensional großen Kopf, große Augen und eine höhere Stimme als ausgewachsene Tiere.